Hat gesehen, dass die Jungs unbedingt ins Finale wollten. Sie haben gekämpft, wir haben uns aus die Unterzahlsituation hat uns nicht lange zu schaffen gemacht. Wir haben trotzdem weiter vernünftig Fußball gespielt und haben gekämpft und sind deswegen, denke ich, auch verdient ins Finale eingezogen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, wenn ich ehrlich sagen. Wir haben hier einen riesen Kampf Dynamo geliefert und für mich war die entscheidende Situation, ich bin noch ein bisschen niedergeschlagen, diese 43. Minute mit Montoya, der bis dahin überragend war, alle Zweikämpfe, alle Kopfbälle gewonnen hat, immer wieder gut angetrieben hat. Da verlieren wir unseren besten Mann im Mittelfeld und eine Minute später fällt es 1-0. Das war für mich ganz klar der Knackpunkt. Wenn wir mit 11 gegen 10 bis zum Ende durchspielen, sage ich, dass wir bis zum 90. kein Tor kassieren und auch bis zum Elfmeterschießen. Weil ich glaube dann, dass wir so aggressiv weiterspielen, so gut kompakt stehen, keine Lücken geben. Und Dynamo hätte dann irgendwann verzweifelt. Und dieses ein Mann mehr hätte uns sehr gute Möglichkeiten gegeben für Umschalten, für Konter. So dass dann immer wieder hätten wir Nadelstiche setzen können, sodass dann auch mehr möglich gewesen wäre, umso länger es 0-0 steht. Überrascht hat mich die rote Karte, die wir bekommen haben, gleich zum Anfang. Und das hat das Spiel natürlich ein bisschen verändert. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf meine Jungs, dass sie da wirklich nicht lange mit gezaudert haben, sondern wirklich einfach weiter Gas gegeben haben. Und deswegen haben die Jungs das auch verdient. Es kam uns schon gelegen, dass wir ein Mann mehr sind, weil Dynamo hat natürlich mehr Tempo, ist fitter als wir. Dann dieser Rasenplatz war für uns auch sehr ungewohnt. Die Dynamo kommt damit normalerweise besser klar. Deswegen kam es mir schon sehr gelegen. Und dann haben wir natürlich auch ein bisschen gestuppert an die Sensation. Wenn man ein Mann mehr ist gegen einen Regionalligisten, dann ist es ausgeglichen, muss ich sagen. Da war kein großer Unterschied mehr zu sehen. Deswegen sage ich ja, diese gelb-rote Karte für Montoya war dann wieder, dass wir 10 gegen 10 gespielt haben. Da sind die Chancen natürlich relativ stark gesunken wieder. Könnt ihr die Niederlage jetzt die Stimmung eintrüben? Nein, glaube ich nicht. Der Teamgeist ist so groß und wir haben auch noch Ziele in der Meisterschaft. Wir wollen schon so zwischen 2 und 5 landen. Starken, glaube ich, ich weiß nicht, wie sie heute gespielt haben, weiß ich nicht, wird nicht mehr zu holen sein. Aber Ziele schon 2 bis 5 und mal sehen, was noch so möglich ist. Aber wir wollen schon in der Meisterschaft weiter Gas geben und jedes Spiel gewinnen. Ja, zuerst kommt jetzt, wie gesagt, erstmal Hertha 2 unter der Woche. Wie gesagt, ich hoffe, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen, weil bei uns immer sehr, sehr viele Tore fallen, wenn wir spielen. Also es ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Und mit Viktoria beschäftigen wir uns dann später. Es ist eine gute Mannschaft, die auch eine sehr, sehr gute Saison hat. Und das wird, denke ich, auch ein sehr, sehr interessantes Spiel.